Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und heute möchte ich dir einen der meistgefragtesten Düfte auf meinem Kanal vorstellen, nämlich den Détour Noir von Alhambra. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Alhambra ist ein Dupehaus, da machen sie auch gar kein Geheimnis draus. Bekannt sind sie geworden durch den Aventus-Klon, den sie gemacht haben. Ich habe den Namen gerade vergessen, ich blende das Flakon einfach mal hier ein. Aber nichtsdestotrotz haben sie immer noch einen Duft, ich sag mal im Stall, den man nicht unterschätzen sollte, nämlich diesen Détour Noir. Es soll ein Klon sein von dem Parfums de Marley Leighton. Leighton ist ja meines Wissens einer der, ich glaube, Top 1, Top 2, Top 3 beliebtesten Herrendüfte auf Parfumo. Ich glaube, das kann man auch so weltweit unterschreiben, in der Nischen- oder in der allgemeinen Parfum-Community hat dieser Leighton wirklich ein sehr hohes Standing, weil es einfach ein echt schöner Duft ist. Ich habe persönlich Leighton noch nie getestet. Du denkst jetzt vielleicht, okay, warum willst du ihn jetzt vergleichen mit dem Leighton? Ich sage dir bei eins, es hat tatsächlich Vorteile, denn ich weiß nicht, wie der Leighton riecht. Das heißt, ich werde ihn jetzt nicht im Vergleich bewerten können, sondern sagen, riecht der gut oder riecht der nicht gut? Und werde Leighton so gesehen dann später nur mit dem vergleichen können und sagen können, okay, lohnt es sich überhaupt Leighton zu kaufen oder kannst du einfach direkt zu dem hier rübergehen? Anfangen möchte ich erstmal beim Flakon. Das Flakon sieht so ein bisschen ulkig aus. Ich habe es erst heute ausgepackt, habe mir das über den ganzen Körper gesprüht. Und mir ist tatsächlich eine Sache sofort aufgefallen, neben der komischen Flakonform, nämlich dieses ganze Zeug hier ist total verkratzt. Also das Plastik hier, das fühlt sich total billig an, muss ich wirklich sagen. Es sieht ein bisschen off aus. Du siehst ja selber im Zoom, das ist komplett verkratzt. Oben diese Cap, also man sieht auch schon ein paar Produktionsfehler, aber ist vollkommen okay. Ich finde den Sprühkopf persönlich, ich sprühe mir das einfach jetzt schon mal ein bisschen hier drauf, ist okay, sage ich mal. Ich habe den jetzt auch so für um die 20 Euro bekommen. Dafür ist es in Ordnung. Aber ich muss wirklich sagen, also man merkt auf jeden Fall, dass es ein Hersteller ist, der mehr Wert auf den Inhalt legt als aufs Flakon. Weil das Flakon ist jetzt, also mal unabhängig von, ob man es jetzt schön findet oder nicht, aber mies verarbeitet. Also ganz, ganz mies verarbeitet. Das Einzige, was fehlen würde, wäre jetzt noch Glasgießfehler. Zum Glück ist das nicht der Fall. Weitermachen möchte ich direkt bei dem Duft. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen aufgesprüht. Ich bekomme auch schon gerade so ein bisschen Wolke in die Nase. Meine Erwartungen bei dem Duft waren extrem hoch, denn auf Parfumo ist er gewertet als Top 56 der Unisex Parfums. Wie gesagt, Leighton ist einer der Top-Player in den Parfum-Charts und man kann wirklich nur sagen, die Erwartungen hier können einfach nur riesig sein, denn wenn ein Dupe-Hersteller mit einem Dupe, der so verarbeitet ist und der so aussieht, in den Top-Listen ist, heißt das hier eigentlich schon sehr viel. Ich möchte mit dir jetzt reinstarten und den Duft einfach mal testen und dir sagen, wonach er riecht. Ich sprühe einfach ein bisschen nach. Du merkst schon, es heißt eigentlich nur Gutes mehr drauf zu sprühen als zu wenig und möchte direkt mit dir in den Duftverlauf reingehen. Ah, wow. Du bekommst am Anfang einfach so eine schöne, warme Apfelnote. Es hat so ein bisschen was von so einem Apfelkuchen, von einem Apple Pie irgendwie. Also jetzt nicht unbedingt der europäische Apfelkuchen, sondern wirklich so ein bisschen cremige, apfelig irgendwie. Das ist wirklich, also es riecht wirklich genial. Ich finde, man bekommt hier sofort mit, hier hast du ein extrem hochwertiges Duftprofil. Es wirkt jetzt nicht synthetisch. Du hast irgendwie nicht das, was ich zum Beispiel von dem Amarth Club de Nuit Intense kenne, irgendwie so eine Synthetik, eine stechende Note oder sowas. Du hast hier einfach wirklich eine sehr angenehme, ich will nicht sagen unbedingt authentische, ne? Ich meine, authentischer Apfel riecht immer anders, ne? Ganz klar. Aber eine wirklich schöne, ehrlich wirkende, sage ich mal, Apfelnote, so ein bisschen Mandel, so ein bisschen was Holziges, so ein bisschen was Teigiges interessanterweise. Und das Ganze ist am Anfang, also du hast hier sofort im Opening alles schon sofort drin. Also das ist total krass. Na, desto mehr du daran riechst, bekommst du langsam noch so ein bisschen was an weißen floralen Noten raus. Das Ganze hat natürlich auch so eine Pudernote mit drumherum. Also man kann sich hier wirklich sagen, ich habe es ja damals schon mal dem Job Homme le Parfum gesagt, das ist ein Moncherie mit Puder drumherum. Hier ist es einfach ein Apfelkuchen mit Puder drumherum. Und das, also muss ich eigentlich noch mehr beschreiben. Du merkst gerade, ich komme gar nicht so wirklich aus dem Schwärmen raus, weil ich finde tatsächlich, dass dieser Duft großartig riecht. Ja, das, ihr wisst es alle, ich bin bei Dupes eigentlich der Letzte, der sagt, finde ich geil, teste ich auf jeden Fall, muss ich haben. Und ich achte jetzt im Alltag persönlich eigentlich auch darauf, dass ich keine Dupes trage und achte bei Parfums auch ehrlicherweise nie auf den Preis, was die wirklich kosten. Aber wenn du das tust, oder allgemein auch wenn du den Leighton magst, oder wenn du allgemein Parfums magst, was soll ich sagen, das ist großartig. Er ist jetzt nicht sonderlich komplex. Ich muss sagen, wenn der Leighton 1:1 so riecht, wie das hier ist, würde ich sagen, ich bin vom Leighton enttäuscht, weil das ist jetzt relativ, ich will nicht sagen linear, aber es ist jetzt,
Es ist halt ein bisschen Apfelkuchen, ne? Ein bisschen gewürzig auf jeden Fall, aber ich meine, da macht eine Malle Parfum mehr, also da passiert einfach ein bisschen mehr. Aber wir reden, also ich weiß ja wirklich nicht, wie der Lady den Original riecht, aber wir reden ja gerade von einem Duft, der 20 € kostet. Und so authentischen Apfelnote, so authentisch diese kuchige, diese warme Mandelnote, dieses Puderige hinbekommt, diese Hochwertigkeit, dieses Zitrische, das hier drin ist. Du hast hier einfach nichts Störendes. Ich würde hier nicht erkennen, dass es ein Duplikat ist. Das Einzige, was hier wirklich ist, das kommen wir gleich nochmal ein bisschen näher dazu, das ist die Haltbarkeit, die ist wirklich nicht so gut. Ich habe jetzt hier nicht das Gefühl, dass es wirklich ein starker Duft ist, der intensiv ist oder sowas. Aber ich finde trotzdem diese Duft-DNA, die dieser Duft hier an den Tag legt, es ist großartig. Zur Haltbarkeit kann ich ehrlicherweise auch schon was sagen. Auf Parfumo steht hier 8,1. Ich muss sagen, das fühle ich nicht. Also ich habe den Duft heute Morgen schon aufgetragen. Wir haben jetzt etwa 13 Uhr. Also wenn ich das hier gerade aufnehme, etwa 13 Uhr. Und bin tatsächlich ein bisschen underwhelmed. Also ich habe mir den eben hier in die Achseln gesprüht und ja, ja. Also die ist nicht gut. Ehrlicherweise ist nicht gut. Man muss aber sagen, dafür ist die Sillage umso besser. Man nimmt den Duft auf jeden Fall in der Duftwolke hinter einem wahr. Das heißt, er strömt beim Gehen ganz gut in den Raum. Er ist auf jeden Fall wahrnehmbar. Aber wenn du jetzt starr da irgendwie sitzen würdest am Schreibtisch, ist es jetzt nicht so, dass der ganze Raum nach dem Zeug riecht. Ein bisschen auf jeden Fall. Aber unabhängig davon, das ist jetzt irgendwie kein Monster, wo man sagen würde, okay, Haltbarkeits- oder Beast-Mode-Duft oder sowas. Man könnte schon eigentlich fast sagen, das ist so ein Boss Bottled in extrem hochwertig. Und ich meine, der kostet irgendwie die Hälfte von einem Boss Bottled. Also er hat diese schöne Apfelnote, apfelkuchig, schön warm, puderig. Ich wiederhole mich gerade wirklich, aber ich kann es einfach nur betonen, für das, was er kostet, für das er ist, für das, was er ist die Haltbarkeit, die Sillage vollkommen in Ordnung. Die Duft-DNA ist so großartig hier gelungen und unabhängig, wie der Leighton riecht, ist das ein Duft, bei dem ich auch, egal was hier draufstehen würde, sagen würde, das lohnt sich einfach. Er ist einfach gut. Als Fazit kann ich zusammenfassen: Kauf ihn, falls du ihn bekommen kannst. Das kann man wirklich so sagen. Ich habe ihn auf Parfumo für um die 20 € bekommen. Er ist gerade jetzt schon wieder ausverkauft. Guck gern mal rein, wenn du das Video siehst. Wird es ja wahrscheinlich schon eine Woche, zwei später sein, ob es ihn wieder gibt. Das weiß ich nicht. Auf Parfumo ist es immer so, dass diese Düfte für so 20, 30, 40 € gehandelt werden. Das heißt meist sogar teurer, als was sie im Einkauf kosten. Das spricht eigentlich auch schon für sich, ne? Also, wenn du ihn bekommen kannst, setz dir gerne auf Parfumo und Alert oder sowas, guck gerne, wenn du das Video hier siehst, unten mal in den Link rein. Ich habe das direkt verlinkt zu Notino, weil da gibt es ihn meist am günstigsten. Also wie gesagt, und auch wenn nicht 20 €, ich meine, Schnapper, ne? Also auch mit Versand ist ja egal. Also für auch 30, 40, 50 € würde ich sagen, kann man auf jeden Fall mitnehmen. 50 €, okay, ist vielleicht wieder ein bisschen viel, aber so 30 € bis zu 30, 40 € würde ich sagen, auf jeden Fall in Kauf wert. Kann man sagen, nimm den mit. Wie gesagt, ich bin kein großer Fan von Dupes und so, aber es ist einfach. Der ist einfach so gut. Ich muss auch sagen, okay, bei dem Leighton verstehe ich, das ist halt eine andere Preisklasse. Und man muss auch dazu sagen, dass man diesen Duft auch, wir haben ja gerade sehr hohe Temperaturen, auch sehr gut im Sommer tragen kann, dadurch, dass er einfach nicht zu stark ist. Ich habe ja damals schon mal den Carlyle getestet, verlinke ich dir gerne oben, guck da gerne mal rein. Und da ist die Haltbarkeit, das war der einzige negative Punkt, den ich damals hatte. Die Haltbarkeit ist einfach so brutal, dass ich ihn kaum tragen konnte. Das wird bei dem Leighton wahrscheinlich genauso sein, dass die Haltbarkeit einfach so brutal ist, dass man ihn nicht tragen kann. Das ist bei dem anders, den kann man auch sehr gut im Sommer tragen. Das heißt, wahrscheinlich sogar noch der multifunktionalere Duft von allen, von beiden, weil er einfach ein bisschen schwächer ist. So, das war mein Fazit. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du von Détour Noir hältst und ob du auch denkst, dass es, obwohl es ein Dupe ist oder gerade weil es ein Dupe ist, ein so guter Duft ist. Danke dir fürs Zuschauen. Like gerne das Video, falls es dir gefallen hat. Abonniere mich, falls noch nicht geschehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.